So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Besprechung der Examensübungsklausur Zivilrecht vom 17. Mai. Ich darf Ihnen zu Beginn das Ergebnis kurz vorstellen. Also die Klausur ist ganz gut ausgefallen. Es gibt immerhin knapp 20, fast 20% Prädikat, gut, voll befriedigend. Dann recht breites Mittelfeld, befriedigend ausreichend. Und Durchfallquote auch, ja, fast 20%, genau 20% sogar. Zusammen haben 80 mitgeschrieben und die durchschnittliche Punktzahl 7,10. Also das ist gar nicht so schlecht. Insofern scheinen sie ganz gut mit der Klausur zurechtgekommen zu sein. Ja, ich würde noch mal ganz kurz den Sachverhalt zusammenfassen. Und dann steigen wir auch gleich in die Klausurlösung ein. Also es geht um den Chefarzt C, der seit vielen Jahren Kunde der L-Bank ist, der L. Dort wird er von dem dort angestellten D betreut und hat schon etliche Aktienkäufe, Anlagen in Aktien und Aktienfonds getätigt. Im Dezember 2021 bekommt er einen Anruf von D, der ihm vorschlägt, er könne doch mal ein Steuersparmodell ausprobieren, und zwar einen Medienfonds. Und tatsächlich, der Fall liegt schon etwas zurück, der Originalfall. War es eine Zeit lang möglich, durch Investments in Medienfonds eine Steuerersparnis zu erzielen. Das hat allerdings der Steuergesetzgeber inzwischen weitgehend trockengelegt, diese Möglichkeit. Das gab es aber mal, wir unterstellen mal, also in unserem Fall geht das im Grundsatz immer noch. Und das Anlagevehikel war dann üblicherweise eine Personengesellschaft, so auch in unserem Fall eine GmbH und Co. KG. Das spielt aber hier keine zentrale Rolle letztlich. Jedenfalls investiert dann am Ende der C 20.000 Euro in eine Beteiligung an dieser M, Erwerb eines Kommanditanteils, zahlt also diese 20.000 Euro und wird Kommanditist. Und die Idee bei diesem Anlagemodell ist eben, dass anteilige Verlustzuweisungen erfolgen. Bei diesen Medienfonds war es so, dass in der Anfangszeit sehr hohe Verluste anfielen, die dann auch steuerlich geltend gemacht werden konnten, bis der Gesetzgeber dagegen dann eingeschritten ist. Und bei Personengesellschaften hat man eine steuerrechtliche Hinsicht, das mussten Sie aber alles in der Klausur überhaupt nicht prüfen und nicht wissen. Steuerrechtlicher Hinsicht hat man bei den Personengesellschaften das sogenannte Transparenzprinzip und das führt eben dazu, dass anteilig nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste der Personengesellschaft den an ihr beteiligten Gesellschaftern zugewiesen werden und das kann man dann steuerlich nutzen, indem man das eben mit positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten verrechnet. Das war also so der Gedanke, also ein Steuersparmodell. Ja, mehr als Steuersparmodell mussten Sie nicht wissen, das also nur so als Hintergrundinformation. Und der Anlagebetrag wird dann Ende 2021 von M überwiesen. Ja, dann kommt im Jahre 2022 eine böse Überraschung, denn es wird seitens der M mitgeteilt, dass das zuständige Finanzamt die Anerkennung des Steuerkonzepts nun doch nicht gebilligt habe, sondern im Gegenteil durch bestandskräftigen Bescheid abgelehnt. Der D hatte damals gesagt, das Steuerkonzept sei abgestimmt mit der Finanzbehörde und hatte das dementsprechend doch als sicher hingestellt, dass es diese Steuervorteile durch diese Beteiligung gibt. Und darauf kam es dem C auch entscheidend an. Ja, der C findet dann heraus, dass, also es ist auch ein Originalfall tatsächlich, der C findet dann heraus, dass es schon ziemlich früh und auch in der Fachpresse Zweifel an der Tauglichkeit dieses Steuersparmodells gegeben hatte. Und er findet weiter heraus, dass dieses Schreiben der Finanzbehörde ausdrücklich als bloße vorläufige Meinungsäußerung gekennzeichnet war bezüglich dieses Steuerkonzepts und was, wie gesagt, also schon in der Fachpresse über Zweifel hinsichtlich der
Tragfähigkeit dieses Steuersparmodells geäußert worden war. Immerhin gibt es Ausschüttungen, Gewinnbeteiligungen der M, und zwar jeweils 500 Euro, sowohl für 2022 als auch 2023. Das ist also der erste Teil des Sachverhalts. Und der zweite Teil, da kauft C ein neues Fahrzeug, einen neuen BMW, das dann plötzlich liegen bleibt, und der C vermutet einen Defekt des Fahrzeugs, ruft bei dem Verkäufer V an und fordert diesen auf, diesen Defekt zu beheben. Der schickt dann auch einen Mitarbeiter, nämlich den K zum C, der also von Hamburg nach Kiel fährt, dort das Fahrzeug untersucht, aber feststellt, es ist einfach nur der Tank leer, mehr ist nicht, und der Tank wird aufgefüllt, das Fahrzeug läuft jetzt einwandfrei. Die erste Frage bezieht sich auf den ersten Teil des Sachverhalts. Da macht also der C gegen die L, also seine Bank, geltend einen Anspruch auf Erstattung des eingezahlten Anlagebetrages, 20.000 Euro. Darüber hinaus Zinsen in Höhe von 2% pro Jahr. Insoweit verweist er darauf, dass er diesen Betrag, zumindest diese Rendite, hätte anderweitig anlegen können. Und die L verlangt, Moment, jetzt rutscht, das müsste, glaube ich, die L heißen. Die L, nicht die S, die L verlangt von G die Zustimmung zur Herausgabe des, Moment, da ist irgendwas, das gehört da gar nicht hin. Nee, das ist aus dem alten Fall, das muss ich da mal rauslöschen, ich wundere mich gerade. Nein, also die Fallfrage eben kann Rückzahlung von 20.000 plus Zinsen verlangt werden, das ist also hier die Fallfrage. Und der zweite Teil, da geht es eben darum, ob der Verkäufer, der Autohändler V, die Kosten für den Einsatz seines Mitarbeiters von 50 Euro Fahrtkosten plus eben der Stundensatz, den er durch anderweitigen Einsatz seines Mitarbeiters K hätte verdienen können, von 75 Euro pro Stunde, ob er diesen Betrag ersetzt verlangen kann, insgesamt 200 Euro. Ja, der erste Teil ist einem Fall nachgebildet, den ich damals lang ist sehr als Anwalt vertreten und auch gewonnen habe, wenn ich das unbescheiden sagen darf, bis zum EuGH Koblenz. Revision ging nicht, weil der Streitwert, der Revisionswert nicht erreicht war. Aber wir haben ja sowieso in zweiter Instanz gewonnen, insofern war das ganz gut für uns. Dann im zweiten Teil, das lehnt sich an einen Fall des BGH an, NJW 2008 F47, aber wie gesagt, das ist nur angelehnt. Natürlich sind beide Entscheidungen jetzt nicht so von der Lösung her nicht so vollständig, wie das hier dieser Musterlösung der Fall ist, die ich Ihnen auch in Holland noch einstelle. Ja, also zunächst einmal der Anspruch auf, wenn man so will, Rückabwicklung dieses Anlagegeschäfts, also Erstattung der 20.000 Euro, Übernahme des Kommanditanteils und 2% Zinsen auf diese 20.000 Euro. Hier konnte man zunächst einmal an einen Anspruch aus 346.1, also Rücktritt vom Vertrag, denken. Das würde aber voraussetzen, dass hier zwischen C und der von ihm in Anspruch genommenen Bank L ein Vertrag hinsichtlich dieser Kommanditbeteiligung bestanden hat. Aber dieser Beteiligungsvertrag, Gesellschaftsvertrag, ist ja nur zustande gekommen, unmittelbar zwischen dem C und der M, also dieser Kommanditgesellschaft. Dementsprechend also gab es im Verhältnis zwischen C und der Bank L in Bezug auf diese Kommanditbeteiligung keinen Vertrag, von dem der Rücktritt hätte erklärt werden können. Dementsprechend also das Rücktrittsrecht 346.1 hier nicht einschlägig. Das ist also nicht die richtige Anspruchsgrundlage. Ja, und woran war dann zu denken? An welche Anspruchsgrundlage? Was kam hier in Betracht? Ja. 380 Absatz 1, ja, und zwar in Verbindung mit den 249 folgende. Und zwar hier auch Naturalrestitution 249.1. Das stand gewissermaßen hier im Mittelpunkt der 249 Absatz 1 Naturalrestitution. Hier also die Befreiung von einem ungünstigen Vertrag, ja, der infolge also der fehlerhaften Anlageberatung, Anlagevermittlung, das dann im Folgenden noch näher,
beschlossen worden ist. Das kann also auch eine Rechtsfolge der Schadensersatzhaftung aus 280.1 oder aus CEC, dann in Verbindung mit 311 Absatz 2 Nummer 1 sein, dass also die Befreiung von einem ungünstigen Vertrag verlangt werden kann. Im Wege der Naturalrestitution und natürlich entgangener Gewinn und so weiter und so weiter. Also jedenfalls auch Naturalrestitution. Das würde voraussetzen, dass im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens der L, und das wäre eben diese Falschinformation in Bezug auf diese Kommanditbeteiligung, schon ein Schuldverhältnis zwischen C und L bestand. Das musste jetzt als erstes geprüft werden. Und hier konnte auch etwas anderes als ein Schuldverhältnis, möglicherweise ein rechtlich unverbindliches Verhältnis bestehen, denn es gibt den Paragraphen 600 und 675 BGB. Jetzt 75 Absatz 2, wer einem anderen einen Rat oder eine Empfehlung erteilt, ist unbeschadet, der sich aus einem Vertragsverhältnis, einer unerlaubten Handlung oder einer sonstigen gesetzlichen Bestimmung ergebenden Verantwortlichkeit zum Ersatz des aus der Befolgung des Rats oder der Empfehlung entstehenden Schadens nicht verpflichtet. Ja, also der unverbindliche Rat. Hier ist ja seitens der L durch ihren Mitarbeiter D ein Rat erteilt worden in Bezug auf diese Anlage, diese Kapitalanlage. Und der 675 Absatz 2 sagt, vorbehaltlich eines Vertragsverhältnisses führt ein Rat nicht zu einer Schadensersatzhaftung, ist also rechtlich unverbindlich. Das ist der Grundsatz, aber hier steht ja ausdrücklich drin, vorbehaltlich eines Vertragsverhältnisses. Deswegen war hier also die Frage, haben wir möglicherweise ein Vertragsverhältnis im Verhältnis zwischen C und L und was könnte das für ein Vertrag gewesen sein? Ja, hier war also die Abgrenzung vorzunehmen zwischen unverbindlichem Rat, unverbindlicher Empfehlung 675.2 und einem Vertragsverhältnis. Woran konnte man hier denken? Ja. Ja, also ein Beratungsvertrag, ja, das wäre eine Möglichkeit. 611 sagen Sie, das würde aber was voraussetzen? Das brauchen wir bei 611. Also den Rat haben wir ja als Tätigkeit. Was bräuchten wir aber zusätzlich? Ja. Entgeltlichkeit, ja, und für diesen Rat als solchen haben wir hier keine Entgeltlichkeit. Da ist also kein Entgelt gezahlt worden, jedenfalls nicht von C an seine Bank. Möglicherweise hat die L eine Provision oder sowas bekommen, aber jedenfalls im Verhältnis zwischen C und L war das unentgeltlich. Ja? Das heißt, was wäre das dann für ein Vertrag? Ja. Ein Auftrag 662. Ja, das wäre also die andere Möglichkeit und das wäre dann hier ein unentgeltlicher Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag. Ja, das müssen wir jetzt nicht so genau wissen. Entscheidend also war, dass Sie die Abgrenzung vorgenommen haben zwischen unverbindlichem Rat, unverbindlicher Empfehlung 675.2 und eben einem möglichen verbindlichen Anlageberatungs-, Anlagevermittlungsvertrag, Auftragsverhältnis im Sinne des 662. Ja, hier ist also eine Empfehlung, ein Rat gegeben worden und das war also hier zu sehen, 675.2, also die Abgrenzung zum unverbindlichen Rat, zur unverbindlichen Empfehlung. Hier in unserem Fall aber ging es ja doch um einen erheblichen Geldbetrag, 20.000 Euro. Das heißt, eine Angelegenheit von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. Und da konnte die L, ja, handeln durch den D, nicht davon ausgehen, dass das Ganze völlig ohne Verbindlichkeit, ohne gegebenenfalls Haftung sein sollte. Deswegen also wird man hier wohl im Ergebnis nicht zu einer Unverbindlichkeit kommen können, sondern der BGH sagt, das müssen Sie jetzt nicht so genau in der Klausurlösung ausführen. Entscheidend, dass Sie eben gesehen haben, das war nicht unverbindlich, sondern das war rechtlich verbindlich. Der BGH sagt, ein verbindlicher Anlage-, Beratungs- oder Vermittlungsvertrag kommt zustande, wenn der Kunde an die Bank oder
die Bank an den Kunden herantritt und die Parteien sich darüber einig sind, dass durch die Bank im Hinblick auf die Anlage eines Geldbetrags eine Beratung oder Auskunftserteilung erfolgen soll, die für den Kunden erkennbar von wesentlicher Bedeutung ist und von ihm zur Grundlage seiner Anlageentscheidung gemacht werden soll. Wenn das der Fall ist, sagt der BGH, haben wir einen verbindlichen Vertrag. Das kann Anlageberatung sein. Bei Anlageberatung, da ist eben, wie die Bezeichnung schon sagt, eine umfassende Beratung geschuldet. Da muss umfassend über die Merkmale des betreffenden Produkts unterrichtet werden, informiert werden. Beim Vermittlungsvertrag wird nur die Vermittlung geschuldet und gegebenenfalls dann Hinweis auf bestimmte Risiken, die dem Kunden selbst nicht auffallen können. Also beim Vermittlungsvertrag haben wir einen etwas weniger umfassenden Pflichtenkreis. Und hier in, also die Zahlung einer besonderen Vergütung ist eben nicht erforderlich. Auch ohne Vergütungsvereinbarung kann ein verbindlicher Anlageberatungs- oder Vermittlungsvertrag vorliegen. Dementsprechend also die Unentgeltlichkeit schadet hier nicht. Ja, es war also hier ein verbindlicher Vertrag anzunehmen und hier in unserem Fall war auch für die L erkennbar, dass der C sich mit dieser Anlageart nicht auskannte. Das heißt also, es war aus der Perspektive beider Parteien klar, dass hier nicht nur eine bloße Vermittlung von etwas, was der C schon kannte, wo er selbst schon Informationen hatte, geschuldet war, sondern eine umfassende Beratung über das für C neue Anlageprodukt, nämlich Medienfonds, die eben diesmal nicht der Renditeerzielung, sondern der Steuerersparnis dienen sollte. Und dementsprechend war hier von einem erstens verbindlichen Vertrag und zweitens einem Anlageberatungsvertrag auszugehen und nicht bloß Vermittlungsvertrag, was aber für die Lösung letztlich keine so große Bedeutung hatte. Auch bei einem Anlagevermittlungsvertrag konnte man im Ergebnis eben von einer Falschinformation und Pflichtverletzung ausgehen. Hier war aber doch eher ein Anlageberatungsvertrag anzunehmen, weil der Anleger hier, der C, also selbst keine ausreichenden Kenntnisse und keinen genügenden Überblick über die wirtschaftlichen Zusammenhänge hatte dieser für ihn neuen Anlage und deshalb eben nicht nur die Mitteilung von Tatsachen, nicht nur die Vermittlung einer bestimmten ihm schon bekannten Anlage, sondern die fachkundige Beratung und Beurteilung und eine auf seine persönlichen Verhältnisse zugeschnittene Beratung erwartet. Deswegen also ein Anlageberatungsvertrag, beim Anlagevermittlungsvertrag, da weiß der Anlageinteressent, dass in erster Linie die Bank eben werbend und anpreisend dieses Produkt vermittelt und er erwartet in diesem Fall lediglich eine Auskunftserteilung, weil er selbst ausreichende Kenntnisse hat. Davon war aber hier eben nicht auszugehen. Deswegen also ein Anlageberatungsvertrag zwischen den Beteiligten, weil eben der C speziell für diese Anlageart keine speziellen Kenntnisse hatte und eben auf eine umfassende Information der L angewiesen. Dementsprechend also ein Anlageberatungsvertrag und aus einem Anlageberatungsvertrag wird geschuldet und zwar dann eben ein Auftragsvertrag, weil wir hier eben keine Entgeltlichkeit haben. Das Ganze also ein Auftragsverhältnis. Und aus einem Anlageberatungsvertrag wird geschuldet eine anlagegerechte Beratung und eine anlegergerechte Beratung. Das heißt also, die beratende Bank muss alle wichtigen Informationen über das Anlageprodukt dem Anleger mitteilen und das Ganze muss auch auf seine persönlichen Verhältnisse zugeschnitten sein, die die Bank gegebenenfalls erfragen muss. Beides ist also geschuldet. Hier also die Frage, lag eine Verletzung einer Pflicht aus diesem Anlageberatungsvertrag vor? Es war also die Pflicht geschuldet, ordnungsgemäß vollständig zu beraten. Das wird man wohl eher als Leistungs- denn als Rücksichtnahmepflicht ansehen müssen und diese Beratung muss, wie gesagt, auf die persönlichen Verhältnisse und Wünsche des Kunden und vor allen Dingen sein Anlageziel zugeschnitten sein. Im Mittelpunkt steht also das Anlageziel und daran muss sich ganz maßgeblich die Beratung orientieren. Und je weniger Kenntnisse der Kunde in Bezug auf das betreffende Anlageprodukt hat, desto umfangreicher muss die Beratungspflicht sein. Hier in unserem Fall gab es zwar gewisse Vorkenntnisse in Bezug auf Aktien, aber nicht in Bezug auf die konkrete Anlageart, diese Beteiligung an einem Medienfonds. Da gab es noch keine Erfahrung. Dementsprechend musste hier umfassend und auch über die spezifischen Risiken dieser
Anlageart unterrichtet wird. Das ist auch die Rechtsprechung des BGH, selbst wenn es sich um einen erfahrenen und auch spekulationswilligen Anleger handelt. Hier der C hat ja immerhin schon mal in Aktienfonds, also etwas spekulativere Produkte investiert, muss er gleichwohl, wenn es sich um ein für ihn neuartiges Anlagemodell handelt, umfassend aufgeklärt werden und dementsprechend konnte also hier nicht entgegengehalten werden seitens der Bank. Das ist doch ein spekulationswilliger Anleger, der kannte sich doch mit Aktien aus. Hier ging es eben nicht um Aktien. Hier ging es um einen Medienfonds und hier ging es auch gar nicht um Rendite, sondern um Steuerersparnis. Das war das zentrale Anlageziel. Die Bank muss also über alle Eigenschaften und spezifischen Risiken gerade dieses Anlageprodukts den Kunden unterrichten, und zwar umfassend, richtig, sorgfältig, verständlich und vollständig, sagt der BGH. Und muss ich dann gegebenenfalls auch aktuelle Informationen beschaffen, wenn sie die nicht selbst vorhält, muss sie sich durch Fachpublikationen oder Ähnliches diese Informationen eben beschaffen, und zwar über alle in zumutbarer Weise zugänglichen Informationsquellen, etwa auch Veröffentlichungen in der Wirtschaftspresse. Und insoweit spielt es dann eine Rolle, dass schon vorher in einer Fachzeitschrift, also vor diesem Beratungsgespräch, das war ja Ende 2021, schon Mitte 2021 gab es Fachartikel in der Wirtschafts-, in der Finanzpresse, dass dieses Anlagemodell also mit gewissen Zweifeln behaftet war. Das hätte die L dann auch so ermitteln müssen, wenn sie diese Informationen nicht konkret vorliegen hatte. Und wichtig ist immer das Anlageziel. Also das ist der Maßstab für die Frage, liegt eine ausreichende, eine ordnungsgemäße Beratung vor? Das Anlageziel, und das war hier eben nicht die Renditeerzielung, sondern es war das Einsparen von Steuern. Und daran musste sich eben auch die gesamte Beratung und auch die Untersuchung des Anlagegegenstands orientieren. Ja, C war zwar erfahren in der Anlage mit Aktien, aber eben nicht bei Steuersparmodellen und speziell bei Medienfonds. Da hatte er keine Erfahrungen und es handelte sich um ein neuartiges Steuermodell. Das heißt also, die L hatte hier eine sehr umfassende Beratungspflicht. Sie musste den C besonders eingehend über die Besonderheiten und Risiken unterrichten. Und zwar bezogen eben auf das hier bestehende Anlageziel der Steuerersparnis. Die Besonderheit bestand hier vor allen Dingen und das besondere Risiko bestand hier eben darin, dass das Finanzamt dieses Modell noch nicht verbindlich anerkannt hatte. Es gibt also die Möglichkeit, wenn man nicht so genau weiß, ob das die steuerliche Gestaltung und auch der Prüfung durch die Finanzbehörde standhält, kann man eine sogenannte verbindliche Auskunft einholen. Das ist hier aber gerade nicht geschehen, sondern es handelte sich um eine explizit als unverbindlich bezeichnete Auskunft. Das war alles, was seitens der Finanzverwaltung vorlag. Und vor diesem Hintergrund, dazu kommen wir dann gleich, konnte der D nicht einfach sagen, das sei abgestimmt gewesen, sondern er hätte das deutlich machen müssen, dass das Ganze vorläufig war und dass es eben gerade keine verbindliche Auskunft der Finanzbehörde gab. Und dementsprechend bestand hier das Risiko eben im Scheitern dieses Steuerkonzepts, weil es an jeglicher verbindlicher Auskunft der Finanzverwaltung hier fehlte. Das war also das spezifische Risiko. Und darauf hätte der C eben in besonderer Weise hingewiesen werden müssen. Das ist hier aber eben nicht geschehen. Der D ist Erfüllungsgehilfe natürlich. Er ist ja angestellt bei der L und er musste dementsprechend diese Beratungspflichten erfüllen. Der D hat aber im Gegenteil erklärt, das steuerliche Konzept sei abgestimmt mit den Finanzbehörden und das muss ein Laie eben so verstehen, dass das von der Finanzverwaltung gebilligt ist. Anders konnte das der C hier nicht verstehen. Tatsächlich aber war das, wie wir gesehen haben, nicht der Fall. Dementsprechend handelt es sich hier um eine nicht nur unvollständige, sondern sogar unrichtige Information, die der D hier gegeben hat. Er hat zwar ganz allgemein darauf hingewiesen, dass sich Änderungen im Steuerrecht ergeben können und dass sich dadurch natürlich
Tauglichkeit dieses Anlagemodells ändern kann, aber das ist ein allgemeiner Hinweis. Das spezifische Risiko bestand hier eben darin, dass es sich um ein neuartiges Modell handelte. Es gab keine verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung und dementsprechend das Risiko, dass das Ganze scheitert. Und darauf hat er nicht hingewiesen. Der allgemeine Hinweis, im Steuerrecht kann sich etwas ändern, das reicht hier nicht aus. Ja? Über 278 wird ja zum einen das subjektive Vertretenmüssen zugerechnet, aber auch schon das pflichtwidrige Verhalten. Das wird auch zugerechnet, denknotwendig, denn wo keine Pflichtverletzung, da auch kein Vertretenmüssen. Ja, das steht nicht ausdrücklich in 278 drin, aber das versteht sich von selbst, denn wo Sie keine Pflichtverletzung haben, gibt es auch kein Vertretenmüssen. Ja, dementsprechend muss also zunächst einmal die Pflichtverletzung zugerechnet werden und dann im nächsten Schritt eben die Frage der Zurechnung des Vertretenmüssens. Genau. Ja, wie gesagt, also auf dieses spezifische Risiko, neuartiges Steuermodell, keine Abstimmung, keine Billigung, keine verbindliche Billigung durch die Finanzverwaltung. Darauf hätte hier besonders und deutlich hingewiesen werden müssen. Das ist nicht geschehen. Im Gegenteil, mit dieser Aussage abgestimmt wurde der gegenteilige Eindruck errichtet, dementsprechend wurde erweckt, dementsprechend wurde hier unrichtig, jedenfalls aber unvollständig unterrichtet und dementsprechend haben wir in objektiver Hinsicht eine Pflichtverletzung. Wenn die Informationen nicht bei der L vorlagen, dann hätte sie sich diese Informationen beschaffen müssen und auch beschaffen können. Es ist ja in der Fachpresse durchaus darüber berichtet worden. Dementsprechend also haben wir hier in jedem Fall eine objektive Pflichtverletzung, eine nicht ordnungsgemäße Beratung. Und dann stellt sich eben auf den nächsten, also die Pflichtverletzung muss ich die L dann nach 278 zurechnen lassen, aber natürlich auch das Vertreten müssen. Insoweit wird für Vorsatz und Fahrlässigkeit grundsätzlich nur für eigenen Vorsatz, eigene Fahrlässigkeit gehaftet, aber eben auch für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen. 278 dann hier unmittelbar sozusagen an dieser Stelle. Und hier stellte sich dann eben die Frage, haben wir zumindest Fahrlässigkeit auf Seiten des D? Und das wird man ohne weiteres bejahen können. Das war hier sorgfaltswidrig. Wie gesagt, in der Fachpresse gab es schon Hinweise darauf. Und auch als steuerrechtlichem Laien musste es dem D klar sein, dass diese unverbindliche Auskunft eben nicht als abgestimmt bezeichnet werden durfte. Dementsprechend hat man hier unproblematisch Fahrlässigkeit auf Seiten des D-Vorsatz nicht. Das wird man nicht annehmen können hier. Aber Fahrlässigkeit reicht ja für 280 aus. Für die deliktische Haftung wäre das anders. Ja, da stünde möglicherweise dann der C mit leeren Händen da, wenn er Vorsatz nicht nachweisen kann. Denn hier handelt es sich um reinen Vermögensschaden, keine Rechts- oder Rechtsgutsverletzung. Das heißt, da kämen wir nur bei 23.2 in Verbindung mit Strafvorschriften oder über 826 zu einer Haftung. Beides würde Vorsatz voraussetzen, aber das ist eben der Vorteil der vertraglichen Schadenersatzhaftung. Fahrlässigkeit reicht hier aus. Und es werden dann eben auch reine Vermögensschäden erfasst. Ja, dann ein weiteres Problem dann auf der Rechtsfolgenseite, nämlich der Umfang des ersatzfähigen Schadens. Hier gab es verschiedene Schadenspositionen. Zunächst einmal die 20.000 Euro, das heißt der Anlagebetrag, den verlangte der C von der L zurück, also nicht von der M, sondern von der L zurück, was auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich ist. Aber hier geht es eben, dass man also nicht gegen seinen eigentlichen Vertragspartner, nämlich die M als ja, Vertragspartner sozusagen dieses Gesellschaftsvertrages vorgeht, sondern gegen den Dritten, der diesen Vertrag hier in diesem Fall beraten, vermittelt hat. Aber das ist eben die Naturalrestitution durch Befreiung von einem ungünstigen Vertrag. Hier in unserem Fall ist also der C durch diese unvollständige, unzutreffende Anlageberatung mit einem für ihn ungünstigen, für ihn nicht brauchbaren Vertrag belastet. Und das könnte eben der Schaden sein, der jetzt zu ersetzen ist im Wege der Naturalrestitution, Befreiung also von diesem ungünstigen Vertrag. Insoweit also der Grundsatz der Naturalrestitution, der Geschädigte, das heißt hier der C, ist so zu stellen, wie er ohne das pflichtwidrige Verhalten stünde. Ohne das pflichtwidrige Verhalten hätte er diese Anlage nicht erworben, hätte er also diese 20.000 Euro nicht in diese Kommanditgesellschaft investiert. Das heißt also,
Dieser Betrag kann zurückverlangt werden nach 249 Absatz 1. So jedenfalls die ganz herrschende Meinung. Was die Kausalität anbelangt, da sagt der BGH, gilt die Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens, wenn es um die Verletzung einer Aufklärungspflicht geht. Das heißt also, es wird vermutet, dass sich der Gläubiger, wenn er ordnungsgemäß informiert worden wäre, so wie ein vernünftiger Mensch verhalten hätte, und dann hätte er eben, weil es um Steuerersparnis geht, hier von dieser Anlage abgesehen. Das wird vermutet. Natürlich könnte die Bank jetzt hingehen und das Gegenteil beweisen, dass also auch bei fehlerfreier Beratung genau dieselbe Entscheidung getroffen worden wäre, aber das muss dann eben die Bank beweisen. Die muss also diese tatsächliche Vermutung erschüttern. Hier ist dafür aber nichts vorgetragen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass als vernünftiger Investor, als vernünftiger Anleger, der C von dieser Anlage, von dieser Kapitalanlage abgesehen hätte, wenn er gewusst hätte, dass das mit dem Steuersparmodell nicht funktioniert. Dann hätte er also die 20.000 nicht gezahlt und kann also die 20.000 jetzt von L zurückfordern. Das also das Zwischenergebnis, Rückzahlung von 20.000 Euro. Das muss die L dem C also erstatten. Das ist also Teil der Naturalrestitution, Befreiung von diesem ungünstigen Vertrag. Und darüber hinaus ist ja der C nun mit diesem Kommanditanteil belastet und den möchte er auch loswerden, weil er für ihn nicht brauchbar ist. Deswegen die weitere Frage, kann auch die Befreiung von dieser Kommanditbeteiligung verlangt werden? Besteht also insoweit auch ein Anspruch, im Wege der Naturalrestitution von dieser Kommanditbeteiligung befreit zu werden? Und hier war dann problematisch, das könnte man problematisieren. Das spielte auch in diese Skandalentscheidungen des BGH eine Rolle. Hier konnte man problematisieren, die Kommanditbeteiligung, jedenfalls haben wir keine gegenteiligen Anhaltspunkte, war ja offenbar durchaus werthaltig. Das heißt, sie war schon ihre 20.000 Euro wert. Das heißt, wir haben keinen bezifferbaren, keinen quantifizierbaren Schaden, keine quantifizierbare Vermögenseinbuße. Und da kann man sich fragen, kann auch in einem solchen Fall die Naturalrestitution, das heißt die Rückabwicklung des Vertrages, verlangt werden, wenn der Gegenstand des Vertrages werthaltig ist. Ja, wenn er also dem Betrag der geleisteten Gegenleistung entspricht, hier also 20.000 Euro wert ist. Der BGH neigte jedenfalls in seiner früheren Rechtsprechung in solchen Fällen dazu zu sagen, dann haben wir da keinen Schaden, dann auch keinen Anspruch auf Vertragsaufhebung. In neueren Entscheidungen ist der BGH aber von dieser Sichtweise abgerückt. Zunächst einmal bei einigen Anlageberatungsfällen, da aber zunächst einmal nur für die Frage, wann beginnt die Verjährung. 199 stellt für den Verjährungsbeginn ja auf die Entstehung des Anspruchs und die Kenntnis, grob fahrlässige Unkenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen ab. Und der BGH hat für den Verjährungsbeginn gesagt, in den Fällen der fehlerhaften Anlageberatung entsteht der Schaden schon mit der Belastung mit dem ungünstigen Vertrag, ohne dass es auf die Werthaltigkeit des Anlageobjekts angeht. Das war also sozusagen ein erster Schritt in Richtung, dass der ungünstige Vertrag oder der nicht brauchbare Vertragsgegenstand als solcher, unabhängig von der Bezifferbarkeit, unabhängig von der Werthaltigkeit, einen Schaden darstellt und die Naturalrestitution rechtfertigt. Das hat der BGH jetzt in der Rechtsprechung zum Dieselabgasskandal bestätigt für 826. Das gilt aber uneingeschränkt auch für die vertragliche Schadensersatzhaftung. Also der entscheidende Aspekt ist, dass bei der Anlageberatung ja das Ziel ist, dass der Kunde den angelegten Geldbetrag so anlegen kann, dass das gewünschte Anlageziel erreicht ist. Und wenn das Anlageziel verfehlt ist, dann besteht allein darin schon der Schaden, dass man also einen nicht oder nicht voll brauchbaren Anlagegegenstand erworben hat, selbst wenn der Anlagegegenstand verglichen mit der gezahlten, der erbrachten Leistung hier, also 20.000 Euro, werthaltig ist. Und das hat der BGH auch in diese Fällen jetzt so gesehen für die Haftung aus 826, ja. Die noch hat der BGH das geprüft, weil eigentlich
Grundsätzlich gibt es ja eine bestimmte Schäden, die geguckt hat, sich das mit dem Vermögen verändert. Und wenn wir sagen, die Anlage ist werthaltig, dann hat sich das Vermögen ja in Zifferwart absolut gar nicht verändert. Vielleicht brauchen wir irgendwie einen anderen Verknüpfungspunkt, um zu sagen, dass es okay, das in der Geschäft, das ich nicht wollte, ein Vermögensschaden ist. Ja, also das ist sozusagen ein subjektiver Schadenseinschlag, ne, den der BGH hier annimmt. Ich komme aber gleich zu dieser BGH-Entscheidung näher. Ja. Da geht es ja auch um die Befreiung mit dem Anteil, weil dieser Anteil ist da, der Anteil ist so, okay, die 20.000 verlangt plus, da geht es nur um die Befreiung an solche jetzt. Also ohne Anteil, wer ist auch mit der dieser Anteil herstellt. Ja, also der BGH blendet das gewissermaßen aus. Also in diesem Fall, ja, Sie kennen also diese Rechtsprechung des BGH, der in Dieselabgasfällen bestand ja die Problematik, dass die Kaufverträge mit den einzelnen Händlern zustande gekommen waren und eben nicht mit der Herstellerin, mit der VW AG direkt. Der BGH hat dann eben die Frage erörtert, besteht möglicherweise ein deliktischer Anspruch aus 826 auf Vertragsrückabwicklung gegen die Herstellerin, also gegen die VW AG. Das hat der BGH in dieser grundlegenden Entscheidung bejaht, hat also eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung angenommen, dadurch, dass eben die VW AG die Software für diese Messdaten manipuliert hat, also eine Abschaltvorrichtung eingebaut hat, die dazu führte, dass wenn das Fahrzeug nicht im fließenden Verkehr unterwegs war, sondern auf einem Prüfstand unterwegs war, dass dann die Abgaswerte geringer waren, als sie tatsächlich beim normalen Betrieb waren. Das war also das, was die VW AG gemacht hatte. Das hat der BGH als sittenwidrig erachtet und das war vorsätzlich, sodass also dem Grunde nach aus 826 gehaftet wurde. Und es stellte sich dann eben die Frage, na, es ist doch möglicherweise durch diese Abschaltsoftware gar keine Wertminderung des Fahrzeugs eingetreten. Ja? Und der BGH hat dazu gesagt, wenn jemand durch ein haftungsbegründendes Verhalten zum Abschluss eines Vertrages gebracht wird, den er sonst nicht geschlossen hätte, kann er auch bei objektiver Werthaltigkeit von Leistung und Gegenleistung dadurch einen Vermögensschaden erleiden, dass die Leistung für seine Zwecke nicht voll brauchbar ist. Das ist sozusagen ein subjektiver Einschlag bei der Schadensermittlung, weil die Parteien eben vereinbart haben, wie auch in unserem Fall hier, dass dieser Vertragsgegenstand zu einem ganz bestimmten Zweck geeignet sein soll. Hier natürlich zum Herumfahren im Straßenverkehr. Und das muss dann auch bei der Schadensbemessung sozusagen berücksichtigt werden, bei der fehlerhaften Anlageberatung in der Weise, dass man sagt, wenn der Anlagegegenstand nicht oder nicht voll brauchbar ist, dann liegt allein darin schon ein Schaden, ohne dass es auf die Werthaltigkeit ankommt. Und in diesen Fällen eben auch, denn das Fahrzeug sollte eben tauglich sein zum sozusagen gefahrlosen Herumfahren im Straßenverkehr, ohne dass man das Risiko einging, dass die Zulassung, die Betriebserlaubnis entzogen wurde und so weiter. Und diese Eignung bestand nicht, deswegen also nicht oder nicht voll brauchbar. Das wird aber vom BGH eingeschränkt. Die Bejahung eines Vermögensschadens unter diesem Aspekt setzt allerdings voraus, dass die durch den unerwünschten Vertrag erlangte Leistung nicht nur aus rein subjektiv willkürlicher Sicht als Schaden angesehen wird, sondern dass auch die Verkehrsanschauung bei Berücksichtigung der obwaltenden Umstände den Vertragsschluss als unvernünftig, den konkreten Vermögensinteressen nicht angemessen und damit als nachteilig ansieht. Ja, also insofern eine gewisse Einschränkung auch aus der Perspektive eines vernünftig denkenden objektiven Betrachters muss der Vertragsschluss als unvernünftig anzusehen sein, trotz der objektiven Werthaltigkeit. Und da kommt es eben ganz entscheidend auf das Ziel des Vertrages an, wie es auch hier für die Herstellerin VW AG erkennbar war und erst recht in unserem Fall, wo ja eine direkte vertragliche Beziehung stand. Die Parteien haben eben hier oder hier war eben die Erwartung und auch für VW erkennbar die Erwartung, dass das Fahrzeug natürlich zum Gefahrlosen, das heißt also ohne Risiko des Verlusts der Betriebserlaubnis möglichen Betrieb im normalen Straßenverkehr geeignet ist und in unserem Fall eben, dass die Anlage zur Steuerersparnis geeignet ist. Und wenn diese Eignung fehlt, dementsprechend der Vertragsgegenstand nicht oder nicht voll brauchbar ist, dann liegt allein hierin schon ein Schaden. Insoweit hat man also gewissermaßen einen subjektiven Einschlag, sofern das auch aus der Perspektive eines vernünftig denkenden Menschen als Schaden empfunden wird. Und das wird man auch hier bei uns, wenn man also eine Steuerersparnis will und die funktioniert nicht, wird man das so sehen müssen. Und dementsprechend haben wir hier in dieser neueren Rechtsprechung des BGH eine ganz klare Tendenz,
dass allein schon der ungünstige Vertrag oder der nicht vollbrauchbare Vertragsgegenstand als solcher den Schaden darstellt, ohne dass es auf die Werthaltigkeit ankommt. Dann hat das Gericht den Schatten betrifft, weil die hat ein großes Recht vorschreiben und sagt, okay, es ist wohl so, wie man den Vertrag wirklich dazu gesetzt haben, dass es noch einen Löwenschaden da zu sehen ist, dass quasi den entsprechenden Vertragsabschluss vorbereitet hat. Wo kommt das jetzt her? Ja, das spielt da sicherlich rein. Das hat der BGH jetzt gar nicht so ausführlich und auch nicht mit irgendwelchen dogmatischen Fundamenten begründet. Also meines Erachtens ist eben entscheidend, erstens, es gibt diesen Grundsatz der Natura Situationem und dann eben, das kann man auch anders sehen, sicherlich, es wird auch anders gesehen zum Teil im Schrifttum, aber den Schaden muss man ein Stück weit eben auch subjektiv beurteilen. Und gerade in den Fällen, in denen der Gegenstand zu einem bestimmten Zweck dienen soll, also besonders augenfällig jetzt bei den Fällen der Anlageberatung, da muss eben auch dieser besondere Zweck berücksichtigt werden. Und ähnlich kann man das eben auch in diese Fällen begründen. Das ist ja klar für den Hersteller, dass derjenige, der das Fahrzeug erwirbt, möchte damit herumfahren und möchte nicht, dass das Fahrzeug stillgelegt wird, weil es irgendwelche unzulässigen Features hat sozusagen. Und bei der Anlageberatung ist es ja noch deutlicher, da wird es ja unmittelbar im Vertragsverhältnis vereinbart. Es gibt einen bestimmten Zweck und damit wird gewissermaßen, das ist also meines Erachtens noch besser begründbar, da wird durch konkludente vertragliche Vereinbarung sozusagen dieses Erfordernis eines quantifizierbaren, eines bezifferbaren Schadens beiseite geschoben. Ja, so kann man das begründen. Hier ist die Begründung sicherlich etwas schwieriger, weil es dieses vertragliche Verhältnis nicht direkt zwischen dem Anspruchsteller und VW gibt. Den Schaden eigentlich jetzt gar nicht sehen. Jetzt kann ich die jeden Tag verkaufen. Dann würde ich da eigentlich keine Schadenkonditionen sehen können, alleine dadurch, dass ich jetzt den Papier verkaufen. Ja, auch immer dieses Verkaufen der Papiere ist ja auch ein Aufwand, den man nicht unbedingt möchte. Und insofern wird man wahrscheinlich dem geprellten Anleger ein Wahlrecht einräumen müssen. Er kann es natürlich selbst verkaufen und dadurch den Schaden beseitigen. Aber er kann eben auch hingehen und das von der Bank in diesem Fall verlangen. Und hier ist es eben so, das Ganze ist ja aufgeflogen. Das heißt also, diese Beteiligung, diese Kommanditbeteiligung wird ja jetzt nicht mehr los, weil inzwischen ja alle wissen, dass das Steuersparmodell nicht funktioniert. Und deswegen ist das wahrscheinlich sogar unverkäuflich. Und der Sachverhalt macht da keine Angaben, aber hier wird man wohl sogar sagen müssen, weil der Zweck dieser KG ja in der Steuerersparnis bestand und das eben nicht funktioniert, wird wahrscheinlich sowieso der Verkehrswert dieser Kommanditbeteiligung geringer sein. Ja? Aber der Sachverhalt macht dazu keine Angaben. Es würde auch nach dieser neuen Rechtsprechung des BGH nicht drauf ankommen. Dieser Angst, die durchgesprungen dass die Fahrerlaubnis entzogen wird. Also, das spielt dann auch hinzu zu dem Umstand, dass der Wert verändert wurde. Das kann man im Körper. Naja, hier ist es ja eben so, dass das nicht nur eine Befürchtung war, sondern es war eben eingetreten, dass die Steuerersparnis nicht erreicht werden konnte. Und damit war eben vielleicht sogar aus meiner Sicht noch deutlicher als in diesem Fall, gab es hier eben eine jedenfalls subjektive Unbrauchbarkeit, aber wenn man das objektiv betrachtet, auch ein vernünftiger Durchschnittskunde würde diesen Anlagegegenstand nicht erwerben. Ja, also man konnte das im Ergebnis anders sehen, ja, aber bei Zugrundelegung dieser neuen BGH-Rechtsprechung würde ich dazu neigen zu sagen, hier besteht also der Schaden in der Belastung mit diesem nicht vollbrauchbaren Anlagegegenstand der Kommanditbeteiligung und dementsprechend würde man hier dann wohl zum Ergebnis kommen, dass auch die Rücknahme dieser Kommanditbeteiligung verlangt werden kann im Wege der Naturalrestitution. Das wäre dann also das Ergebnis, aber das kann man mit guten Gründen auch durchaus anders sehen.
Das mangels quantifizierbaren Schaden, und so wird es auch in Schriften vertreten, dass mangels quantifizierbaren Schadens kein Anspruch hier besteht. Jedenfalls nicht auf Rücknahme der Kommanditbeteiligung bei den 20.000 Euro. Da hat man ja einen quantifizierbaren Schaden, da wird man das wohl anders sehen können. Ja. Wenn ich jetzt nur den ich sag mal, Hauptpreis oder die Einlage als Ersatzrisiko, aber nicht den, das Innehaben der Kommanditbeteiligung, die gehen ja irgendwie Hand in Hand. Das heißt, wenn ich jetzt nur den Schaden ausgeben lasse, den Kommanditbeteiligung aber nicht, dann habe ich das letztendlich bereichert. Ja, da kommen wir aber gleich noch dazu. Das hat sozusagen zwei, diese Medaille hat zwei Seiten. Also einmal ist es ein Nachteil, wenn man das so sieht, wie der BGH jetzt in der neueren Rechtsprechung, aber es ist auch ein Vorteil. Ne? Das heißt, also wir müssen hier die Regel über den Vorteilsausgleich anwenden, da komme ich aber gleich dazu. Ja. Das mussten Sie jetzt in der Klausur nicht erörtern. Das ist also sehr speziell. Es wird dann teilweise gesagt, die Naturalrestitution sei nicht passend, weil bei ordnungsgemäßer Beratung ja die Bank L nicht diesen Anteil erworben hätte. Ja, aber dem ist meines Erachtens entgegenzuhalten, dass ja für die Naturalrestitution nicht abzustellen ist auf die Situation, die bei, also ohne das schädigende Ereignis beim Dritten bestünde, sondern konkret bei dem geschädigt. Und das ist hier eben der C und wie die Lage ohne das schädigende Verhalten bei einem anderen wäre, das spielt keine Rolle. Das aber jetzt sehr speziell, das mussten Sie in der Klausur nicht ansprechen. Ja, wenn man das also, wie gesagt, mit dem, wenn man dem BGH folgt, dieser neuen Linie des BGH, dann kann hier wohl die Befreiung auch von diesem Kommanditanteil verlangt werden. Das heißt, es besteht dann ein Anspruch. Ja, dann hätten wir noch die entgangenen Zinsen, die geltend gemacht werden. Und das wäre dann ein entgangener Gewinn im Sinne des 252. Und da sagt der BGH, dass nach allgemeiner Lebenserfahrung davon ausgegangen werden kann, dass ein Anlagebetrag bei einer Kapitalanlage bei Nichtvornahme dieses Anlagegeschäfts dann aber anderweitig angelegt worden wäre. Da gibt es also auch eine tatsächliche Vermutung aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung. Und hier wird ja geltend gemacht 2%. Das wird also für diese Zeiträume, um die es hier geht, schon so einigermaßen marktüblich sein. Das heißt also, als entgangener Gewinn kann dann eben auch dieser entgangene Zins von 2% wohl verlangt werden. Das also noch eine weitere Schadensposition, die entgangenen Zinsen. Und dann müssen wir uns noch Gedanken machen über den Vorteilsausgleich. Und da haben Sie zu Recht gesagt, diese Kommanditbeteiligung ist ja auch durchaus ein Vermögensvorteil. Irgendwas ist sie ja wert, vielleicht nicht 20.000, aber doch irgendetwas. Und da greifen dann in der Tat die Regeln über den Vorteilsausgleich ein. Es gilt ja im Schadensrecht zum einen der Grundsatz der Totalreparation. Das heißt also, es muss sämtlicher Schadensersatz verlangt werden, aber auch das Bereicherungsverbot, das heißt also, es darf der Schädiger durch die Schadensersatzleistung nicht im Ergebnis besser gestellt werden, als er ohne das schädigende Ereignis stünde. Das Bereicherungsverbot und aus dem Bereicherungsverbot folgt eben folgen die Regeln über den Vorteilsausgleich, wenn infolge adäquat kausal infolge des schädigenden Ereignisses der Geschädigte Vermögensvorteil erlangt hat, dann muss er die bei der Schadensabwicklung herausgeben. Und zwar, wenn sie ebenfalls in Geld bestehen, diese Vorteile, dann geschieht das durch einfache Verrechnung. Wenn es sich dagegen um ungleichartige Vorteile handelt, dann müssen sie eben Zug um Zug herausgeben. Ja, das ist also die ständige Rechtsprechung des BGH. Und hier ist ja der Kommanditanteil erlangt worden. Daneben auch noch die Gewinnausschüttungen. Dazu dann gleich noch näher, aber zunächst einmal der Kommanditanteil erlangt worden, also eine Gesellschaftsbeteiligung. Und das ist auf der einen Seite, wenn man dem BGH folgt, ein Vermögensschaden. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Vorteil, der adäquat kausal auf diesem schädigenden Ereignis beruht. Und das hat dann gewissermaßen zwei Seiten. Auf der einen Seite ein Schaden, Teil des Schadens. Das heißt, es besteht ein Anspruch auf Befreiung, wenn man dem BGH folgt, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Vorteil, der dann im Wege des Vorteilsausgleichs herausgegeben werden muss. Und zwar, weil es ungleichartig ist. Wir haben auf der einen Seite die Schadenersatzforderung in
Geld, auf der anderen Seite eben diesen Anspruch der L gegen C auf Übertragung des Kommanditanteils, also eine Gesellschaftsbeteiligung, also ungleichartige Leistung. Das heißt also, es muss dann eine Übertragung Zug um Zug erfolgen. Das wäre also die Konsequenz. Und daneben haben wir noch diese immerhin in Höhe von 500 Euro bezahlten Zinsen oder Dividenden, besser gesagt, also Gewinnausschüttungen der M, dieser KG, die der C in den Jahren 2022, 2023 erlangt hat, jeweils 500 Euro, zusammen also 1000 Euro. Auch das ist ein Vorteil, der adäquat kausal auf dem schädigenden Ereignis beruht. Hier haben wir es mit einem gleichartigen Gegenstand auch Geld zu tun. Das heißt, insoweit würde dann eine Verrechnung erfolgen. Das heißt also, es kann dann im Ergebnis ein Betrag von 19.000 Euro verlangt werden. 1.000 Euro müssen im Wege der Vorteilsausgleichung angerechnet werden. Im Saldo kann dann also nur 19.000 verlangt werden und darüber hinaus dann eben bei Ungleichartigkeit die Leistung Zug um Zug. Das heißt also, die Zahlung der 20.000 Euro kann nur Zug um Zug gegen Übertragung der Kommanditbeteiligung verlangt werden. Ja, dieser Anspruch auf Rücknahme der Kommanditbeteiligung, es hat zwei Seiten. Also auf der einen Seite hat eben auf der Grundlage der Regeln über die Vorteilsausgleichung die Bank einen Anspruch darauf, dass ihr diese Kommanditbeteiligung Zug um Zug übertragen wird. Aber wenn man dem BGH folgt, dann hat eben der Kunde auch einen Anspruch, dass ihm diese Kommanditbeteiligung abgenommen wird. Und das ist deswegen unter Umständen wichtig, weil er damit nichts anfangen kann. Er muss das dann irgendwo im Depot oder sonst wo halten hat, bekommt dann möglicherweise immer noch als Gesellschafter irgendwelche Benachrichtigungen und so weiter. Es kann ja auch sein, dass er als Kommanditist, auch wenn das eher unwahrscheinlich ist, haftet. Also er ist dadurch belastet. Und im konkreten Fall hatte tatsächlich die Bank gesagt, wir können doch damit gar nichts anfangen. Wir sind doch gar kein tauglicher Anleger. Die hat sich also geweigert, diesen Kommanditanteil zurückzunehmen. Und deswegen musste da also im konkreten Fall tatsächlich auch dieser Anspruch geltend gemacht werden, der aber nach der neuen Rechtsprechung des BGH tatsächlich auch besteht. Ja, das OLG Koblenz ist uns damals, wir waren also sozusagen da Vorreiter, bis der BGH sich jetzt auch zu dieser Entscheidung durchgerungen hat, gefolgt und hat gesagt, ja, es besteht also tatsächlich ein Anspruch auf Übernahme dieser Kommanditbeteiligung gegen die, das war also im Original für eine Sparkasse, die da solche komischen Steuersparmodelle vertrieben hat. Ich habe da auch was des BGH entgegenhalten, dass man, wenn man die Erhöhung durchspielt, die Kommanditanteile gleichzeitig als Schaden und als Vorteil, also bereichert, das ist ja irgendwie ein bisschen schräg. Das gleiche Gegenstand erstmal einen Schaden, also einen Gewinn und gleichzeitig einen Vorteil, also die Währung. Also nicht notwendig, es kommt einfach auf den Blickwinkel an. Ne? Also aus der Sicht des Anlegers ist es ein Schaden. Er möchte damit nichts zu tun haben, möchte das loswerden. Ne? Also insofern ein Schaden und für die Bank ist es ein Vermögensvorteil. Ja? Die Bank muss es ja nicht geltend machen. In unserem Fall hat sie es auch nicht geltend gemacht. Aber sie kann ja sagen, wenn ich das schon zahlen muss, möchte ich zumindest die Kommanditbeteiligung haben, habe ich irgendetwas, was ich verwerten kann. Ja? Das war in unserem Fall jetzt nicht so. Aber diese Regeln über die Vorteilsausgleichung, das ist ja nichts, was dem Schädiger aufgedrängt wird, sondern das muss er gelten. Ja? Und wenn das nicht geschieht, dann kann möglicherweise sogar diese Kommanditbeteiligung behalten werden. Das war aber von dem Mandanten im Originalfall eben gerade nicht gewünscht. Also er wollte damit gar nicht mehr belastet werden. Und insofern kam es dann auf die Frage an, ist das für sich genommen ein Schaden und besteht also ein Anspruch auf Rücknahme? Ja? Ja, dann konnte man noch erörtern, eine Kürzung wegen Mitverschuldens konnte man also hier dem C selbst, dem Anleger, einen Vorwurf machen. Es hat ja Veröffentlichungen in der in der Finanzfachpresse gegeben. Aber da ist der BGH sehr großzügig mit dem Anleger. Der BGH sagt in diesen Fällen der fehlerhaften Anlageberatung,
Gut, es gilt der Grundsatz, ja, die allgemeine Schadensabwendung, Schadensminderungsobliegenheit. Und dazu gehört es eben auch, dass man seine eigenen finanziellen Transaktionen selbst prüft und die Voraussetzungen und so weiter, Gefahren selbstständig untersucht. Aber davon gibt es eben eine Ausnahme, wenn der Kunde sich gerade, weil er keine ausreichende Sachkunde hat, an seine Bank gewandt hat oder umgekehrt sogar die Bank ihm, wie hier in unserem Fall, das Ganze sogar aufgedrängt hat. Dann verlässt sich der Kunde ja gerade auf die überlegene Sachkunde der Bank, weil er selbst keine hat. Und in dieser Konstellation darf er eben, wenn nicht irgendwelche konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Bank unrichtig informiert, darf er sich also auf diese Information und auf die Vollständigkeit verlassen. Dementsprechend also sehr hohe Hürden für ein Mitverschulden in den Fällen der fehlerhaften Anlageberatung. Nur dann, wenn wenn der Kunde warnende Hinweise von dritter Seite zum Beispiel nicht beachtet hat oder der Anlageberater differenzierende Hinweise gegeben hat, zumindest grob darauf hingewiesen hat, da könnte ein Problem sein, prüfen Sie das mal selbst, lassen Sie Ihren Steuerberater drüber schauen. Das ist aber alles nicht geschehen. Und dementsprechend durfte sich hier in unserem Fall, auf der Grundlage der BGH-Rechtsprechung, der C auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen verlassen, musste also keine eigenen Nachforschungen anstellen, anders, wenn entweder die Bank selbst oder zumindest ein Dritter qualifizierte Hinweise gegeben hätte, dass da etwas problematisch sein könnte, aber dafür hier keine Anhaltspunkte. Wir wissen, dass das halt aber den Hinweis dritten maßgeblich, weil wir zu einer Bank laufen, die über Anlagen beraten können, über Anlagen beraten lassen, von denen kann ich davon ausgehen, dass sie praktisch besser als dritten dritten. Das ja, aber wenn ein Dritter zufällig genau darauf hinweist, das müsste ja die Bank alles nachweisen, ne? Bei 254.1 muss ja der Schädiger das nachweisen. Wenn also die Bank nachweisen könnte, es hat zum Beispiel der Steuerberater, wenn sie das zufällig weiß, oder eine andere Person den C darauf hinwiesen, macht das besser nicht, denn diese und diese Risiken gibt es da. Wenn die Bank das nachweisen könnte, dann müsste das schon als Mitverschulden berücksichtigt werden. Ne? Aber das ist ja hier, der Nachweis ist ja kaum zu führen. Insofern, ja, da also der BGH sehr großzügig. Hier in unserem Fall hatte er keine Sachkunde, das war auch für alle Beteiligten klar, durfte sich also, weil es auch keine Hinweise auf die Unrichtigkeit, Unvollständigkeit dieser Informationen gab, durfte er sich darauf verlassen, musste keine eigenen Recherchen insbesondere anstellen und dementsprechend also kein Mitverschulden. Ja, dementsprechend also im Ergebnis besteht hier dieser Anspruch auf Erstattung der 20.000, auf Übernahme des Kommanditanteils und 2% Zinsen. Verjährung war hier ersichtlich noch nicht eingetreten, dreijährige Verjährungsfrist aber hier noch nicht abgelaufen. Entscheidend ist das subjektive Element der Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis. Das hat aber der C erst Mitte 2022 erlangt. Es ist nicht erforderlich für die Entstehung im Sinne des 199, dass der Schaden schon genau beziffert werden kann. Ausreichend ist es, wenn zumindest eine Feststellungsklage erhoben werden kann. Aber auch das war erst Mitte 2022 der Fall, denn erst zu diesem Zeitpunkt hat der C ja überhaupt erst Kenntnis davon erlangt, dass diese Steuerersparnis nicht erreichbar ist und dass dementsprechend eine Pflichtverletzung seitens der vorliegt. Keine Verjährung also. Und entsprechend der Anspruch auch durchsetzbar. Das also das Ergebnis. Anspruch auf 19.000, Übernahme des Kommanditanteils und 2% Zinsen auf diese 20.000 Euro für die Dauer der Kapitalüberlassung. Das also das Ergebnis und Zug um Zug Gegenübertragung des Kommanditanteils. Ja, ergänzen konnte man noch deliktische Ansprüche kurz anprüfen, aber da hatte ich bereits vorweggenommen. Hier haben wir es mit einem reinen Vermögensschaden zu tun. Hier haben wir keine Rechts- oder Rechtsgutsverletzung. Reiner Vermögensschaden, das Einzige, was hier beeinträchtigt ist, ist die Entscheidungsfreiheit, aber eben nicht die Fortbewegungsfreiheit. Nur letztere fällt unter 823.1. Das heißt, wir konnten hier nur über ein Schutzgesetz, etwa 263 StGB, Betrug,
oder über 826 zu einer deliktischen Haftung kommen. Beides setzt Vorsatz voraus. Den müsste der C konkret nachweisen. Das kann er nicht. Und wir haben auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der D hier vorsätzlich gehandelt hat. Dementsprechend also keine deliktische Haftung. Jetzt an die Annahme oder die Beratung von dem Arm damit einfach ändern, dass es das Problem ist. Dass man dass die Banken, die Bankenbereich, die Banken fragen müssen, wenn man das nicht macht, dann ist dann ja vielleicht auch Könnte man sich überlegen, ja, ob das ein Schutzgesetz ist, müsste ich jetzt auch nachschauen. Also das konkretisiert eigentlich ja eher die aufsichtsrechtlichen Pflichten und da müsste man sich dann überlegen, liegt das dem Individualschutz? Also hier kommt man ja schon durch die vertragliche Haftung dahin. Also müsste ich jetzt nachschauen, ob man das als Schutzgesetz ansieht. Aber wäre sicherlich noch ein Ansatz, aber man käme jetzt dazu keinem anderen Ergebnis. Also wäre vielleicht noch ein zusätzlicher Anspruch. Aber im Grundsatz eben in diesen Fällen des reinen Vermögensschadens kommt man da nur über Vorsatz zu einer deliktischen Haftung. Es sei denn, man hat eben ein besonderes Schutzgesetz. Das müsste ich aber selbst überprüfen. Ja, das also zu Frage 1. Und bei Frage 2, da ging es eben um die Untersuchung des Fahrzeugs. Nachdem der C hier einen Defekt geltend gemacht hat, schickte der V einen Mitarbeiter hin, der das Fahrzeug untersuchen sollte. Und am Ende stellte sich heraus, gar kein Defekt, sondern es war schlicht der Tank leer. Der V möchte jetzt Ersatz der 200 Euro. Das sind also die 2 Stunden Arbeitszeit, die er sonst anderen Kunden hätte berechnen können ohne diesen Einsatz und die Fahrtkosten von 50 Euro. Ja, was könnte hier die Anspruchsgrundlage sein? Was würde Ihnen hier einfallen als Anspruchsgrundlage? Ja, ja, nur 281 zu 412. Also man könnte zunächst einmal, das musste man aber jetzt nicht zwingend ansprechen, sich überlegen, ist das hier möglicherweise ein Werkvertrag? Das heißt also, sollte hier gegen Entgelt diese Untersuchung durchgeführt werden. Das ist aber ganz klar nicht vom Willen des C gedeckt und das war für V auch erkennbar. Der C verlangte ja ganz eindeutig unter Berufung auf Mangelhaftigkeit der Kaufsache, also des Fahrzeugs, die Reparatur und es war klar, dass er eine kostenlose Reparatur erwartete. Dementsprechend also kann hier nicht ein Rechtsbindungswille zum Abschluss eines entgeltlichen Werkvertrages angenommen werden. Das war also nach den Umständen hier doch sehr eindeutig. Dementsprechend also kein Werklohnanspruch. Aber, wir haben richtig gesagt, möglicherweise 280.1 und 341 Absatz 2. 313 wird hier noch vorgeschlagen. Wegfallstörung der Geschäfts Grundlage. Das würde ja einen Vertrag zwischen, im Grunde genommen zwischen M und C dann betreffen. Hier geht es aber ja nur um das Verhältnis zwischen dem C und der Bank L. Und da haben wir ja die Haftung aus 281. Also da würde ich sagen, das geht im 313 vor. Da könnte man nur eine Vertragsanpassung und das bringt ja nichts. Wie will man diesen Beratungsvertrag anpassen? Oder Rücktritt bringt letztlich auch nichts, denn da könnte man nur, ja, also es ist, nee, Rücktritt bringt ja nichts, denn es ist ja gar kein Entgelt gezahlt worden. Also über den 313 kommt man hier meines Erachtens nicht weiter im Verhältnis zwischen C und L. Darum ging es hier. Also man könnte an 313 im Verhältnis zwischen C und der M, also der Kommanditgesellschaft, denken. Aber hier war ja nur gefragt nach Ansprüchen des C gegen die L, gegen die Bank. Und da bringt ja 313 nicht weiter. Also weder Vertragsanpassung noch Rücktritt bringt ja hier etwas, sondern da muss man schon über Schadenersatzanspruch das lösen. So, also 280.1 zu 41.2. Das kam hier in der Tat als Anspruchsgrundlage in Betracht. Und hier bestand zwischen den Beteiligten
tatsächlich ein Schuldverhältnis in Gestalt des Kaufvertrages. Nur, das war also völlig unproblematisch über das Fahrzeug, über den BMW. Dann war die Frage, ist hier eine Pflicht aus diesem Schuldverhältnis verletzt worden? Leistungspflichten nicht. Ja, das Fahrzeug war ja mangelfrei, also keine mangelhafte Leistung. Im Gegenteil, geht es ja auch um eine Pflichtverletzung der anderen Seite, nämlich des Käufers C. Ja. In der Klausur empfehlen, dass man Also ich hätte es hier schon kurz angesprochen, denn wenn man einen anderen zu einer Reparatur auffordert, kann das ja im Werkvertrag im Grunde genommen sein. Ne? Nur das kann man sehr kurz abhandeln, weil eben der Rechtsbindungswille ganz eindeutig nicht auf einen entgeltlichen Vertrag gerichtet war. Also. Also üblicherweise ist ja die Fallfrage nicht, können jetzt die Kosten, die dafür aufgewendet worden sind, selbst verlangt werden, sondern die Mangelbeseitigung ist ja eher eingebettet in zum Beispiel eine Fristsetzung oder so, dass man also gar nicht den Anspruch auf Vergütung prüft. Ja? Aber wenn dann tatsächlich ein Anspruch auf Vergütung der durchgeführten Untersuchung geltend gemacht wird, da würde ich schon also zumindest kurz einen Werkvertrag prüfen in solchen Reparaturfällen, in Anführungszeichen. Ne? Aber natürlich nicht, wenn Sie das jetzt nur inzident als Teil der Fristsetzung prüfen, dass da also irgendwann mal zur Mängelbeseitigung aufgefordert worden ist. Das ist ja dann nur im Rahmen der Fristsetzung zu prüfen und nicht als eigenständiger Anspruch. Ja, Pflichtverletzung. Was könnte hier für eine Pflicht verletzt worden sein? Leistungspflichten nicht. Dementsprechend steht ja auch schon in der Überschrift 42.2, also eine Rücksichtnahmepflicht. Ja, was könnte das für eine Rücksichtnahmepflicht sein, die hier womöglich verletzt worden ist. Ja, ganz genau. Das ist also in der Tat eine Rücksichtnahmepflicht, die der BGH anerkennt, dass man in einem bestehenden Schuldverhältnis keine unbegründeten Rechte geltend machen darf. Für die weitere Frage vertreten müssen, da muss man sich dann noch die Frage stellen, ja, in welchen Grenzen und ja, möglicherweise gibt es da auch eine Rechtfertigung. Also im Grundsatz ist anerkannt, dass zu den Rücksichtnahmepflichten aus einem Schuldverhältnis auch die Verpflichtung gehört, dass man keine unbegründeten Rechte gegen die andere Vertragspartei hat. Das ist schon lange anerkannt, beispielsweise für den Mietvertrag oder für Dauerschuldverhältnisse, wenn man da eine unberechtigte Kündigung ausspricht und die andere Partei dann einen Rechtsanwalt beauftragt mit der Abwehr dieser unberechtigten Kündigung, dann können diese Rechtsanwaltskosten unter dem Gesichtspunkt 280.1, 241.2 im Grundsatz ersetzt verlangt werden. Da ist es also anerkannt. Hier ist ja keine Kündigung erklärt worden, sondern es ist ein Anspruch innerhalb eines Vertragsverhältnisses geltend gemacht worden, hier auf Nacherfüllung. Und diese Geltendmachung war, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, unbegründet, weil es nämlich keinen Sach- oder Rechtsmangel gab. Und dementsprechend könnte hier also eine Pflichtverletzung vorliegen. Aber bei der Pflichtverletzung ist das ganz ähnlich wie mit der Rechts- oder Rechtsgutsverletzung. Die führt nur dann zu einer Schadenersatzhaftung, wenn der Verstoß gegen die Pflicht auch rechtswidrig ist, wenn er also nicht gerechtfertigt ist. Ja, das wäre also hier ein Fall, wo man ausnahmsweise auch mal Rechtfertigungsgründe im Rahmen der Pflichtverletzung prüft, denn wo das Zurückbleiben hinter dem Pflichtenkatalog gerechtfertigt ist, da haben wir dann im Ergebnis keine Pflichtverletzung. Und zwar schon objektiv keine Pflichtverletzung. Also ganz ähnlich wie bei 823.1, wo das natürlich eine größere Rolle spielt, Rechtfertigungsgründe. Aber auch im Rahmen der vertraglichen Schadenersatzhaftung kann also die Frage auftauchen, besteht hier eine Rechtfertigung? Ja, also besonders augenfällig, wenn Sie einen Mietvertrag haben und der Mieter schlägt dem Vermieter ins Gesicht. Das wäre dann grundsätzlich natürlich eine Rücksichtnahmepflichtverletzung, würde also zu einer Pflichtverletzung und damit zu einer Haftung führen. Aber wenn der Vermieter den Mieter vorher aufgrund eines Streits über eine Mieterhöhung oder warum auch immer mit einem Messer attackiert hat und dieser Schlag ins Gesicht der Abwehr dieses Angriffs diente, hätten wir eine Notwehr. Und dann würde auch bei der vertraglichen Haftung die Pflichtwidrigkeit, die Pflichtverletzung entfallen. Ja? Das spielt bei der vertraglichen Haftung keine so große Rolle, aber hier
ist das schon ein Fall, wo man das diskutieren kann, diese Rechtfertigung der Geltendmachung eines unbegründeten Anspruchs. Denn der BGH erkennt jedenfalls für den Bereich der Geltendmachung von Ansprüchen in einem zivilgerichtlichen Verfahren, in einem staatlichen rechtlich geordneten Verfahren, eine Rechtfertigung durch Wahrnehmung berechtigter Interessen, also analoge Anwendung dieses Rechtfertigungsgrundes bei den Äußerungsdelikten im Strafrecht 193 StGB an, wenn das Ganze subjektiv redlich erfolgt. Das heißt also, es darf weder vorsätzlich noch leichtfertig verkannt worden sein, dass dieser Anspruch, dieses Recht in Wahrheit nicht bestand. Ja, also für den Bereich der Geltendmachung von solchen Rechten in staatlichen rechtlich geordneten Verfahren, da nimmt der BGH eine Rechtfertigung durch Wahrnehmung berechtigter Interessen an, weil hier eben durch das staatliche Verfahren gewährleistet ist, dass am Ende eine gerechte Entscheidung steht, jedenfalls in der Theorie. Und deswegen kann es im Grundsatz nicht als rechtswidrig und damit nicht als pflichtwidrig angesehen werden, wenn man einen Anspruch geltend macht, sei er auch unbegründet, solange das subjektiv redlich geschieht. Das heißt also, man darf keine Kenntnis von der Unbegründetheit haben, aber man darf auch nicht leichtfertig. Man könnte also sagen, grob fahrlässig vorgehen. Das ist also für die gerichtliche Geltendmachung anerkannt. Und diese Rechtfertigung entfällt aber, wenn wir eine vorsätzliche oder leichtfertige Geltendmachung haben. Wie sieht das für die außergerichtliche Rechtsverfolgung aus? Kann man auch hier den Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung berechtigter Interessen verfolgen? Das wird von Teilen der Rechtsprechung und der Literatur bejaht, wiederum unter der Voraussetzung, dass subjektiv redlich gehandelt wird, das heißt weder vorsätzlich noch grob fahrlässig dieser unbegründete Anspruch geltend gemacht wird, auch bei der außergerichtlichen Geltendmachung, also von Teilen der Rechtsprechung und der Literatur anerkannt. Und wenn man dem folgt, dann würde man hier wohl zu einer Pflichtverletzung, also zu einer Verneinung der Rechtfertigung und damit zu einer Pflichtverletzung kommen, weil der Zier hier nämlich leichtfertig gehandelt hat. Er hätte also sehr leicht erkennen können, dass die Ursache des Nichtanspringens des Fahrzeugs das Fehlen oder der leere Tank war und eben nicht irgendein Defekt. Hier wird man wohl Leichtfertigkeit, grobe Fahrlässigkeit des Ziels annehmen müssen und damit würde die Rechtfertigung nach 193 StGB analog Wahrnehmung berechtigter Interessen entfallen. In Gegenansicht will diese Rechtsprechungsgrundsätze nicht auf die außergerichtliche Rechtsverfolgung übertragen. Die würde also jede unberechtigte Geltendmachung von Ansprüchen als Schadenersatz auslösendes Ereignis, auch bei nur leichter Fahrlässigkeit, ansehen. Dann hätten wir natürlich erst recht hier eine Pflichtverletzung des C. Der BGH hat es bislang nicht allgemein entschieden, aber er hat in der zugrunde liegenden Entscheidung gesagt, dass, also aus dem Jahr 2008, dass ein unberechtigtes Mängelbeseitigungsverlangen dann eine zum Schadenersatz verpflichtende schuldhafte Vertragsverletzung darstellt, wenn der Käufer erkannt hat oder wegen Unterlassens einer ihm möglichen sorgfältigen Prüfung fahrlässig nicht erkannt hat, dass ein Mangel nicht vorliegt, sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung in seinem eigenen Verantwortungsbereich liegt. Unter dieser Voraussetzung nimmt auch der BGH eine Pflichtverletzung, eine schuldhafte Pflichtverletzung an, wenn man also diese mögliche und zumutbare Prüfung der Begründetheit des Anspruchs unterlassen. Die herrschende Meinung will diesen Rechtfertigungsgrund gar nicht anwenden auf den außergerichtlichen Bereich, weil die Grundlage für diesen Rechtfertigungsgrund ist eben, dass man in einem gerichtlichen Verfahren ja eben die Garantie der Prüfung durch einen neutralen, einen unparteiischen Richter hat, nach einem genau festgelegten rechtsstaatlichen Verfahren und so weiter. Und das hat man außergerichtlich eben nicht. Deswegen will also diese Auffassung diesen Rechtfertigungsgrund von vornherein nicht auf den außergerichtlichen Bereich anwenden. Wenn man sagt, ich darf den Person verschlagen,
aber nicht einen Brief schicken und sagen, wir kriegen nur Geld. Würde ich auch so sehen, ja. Also ich würde auch dazu neigen, dass diese Grundsätze auf den außergerichtlichen Bereich übertragen werden müssen. Das kann meines Erachtens eben letztendlich keinen Unterschied machen, ne? Denn die außergerichtliche Geltendmachung ist ja gerade die Vorbereitung der gerichtlichen und vor dem Hintergrund würde ich das auch so sehen, ne? Das kann man also schlecht auseinander. Ja, der BGH hat sich nur punktuell entschieden für diese besondere Konstellation. Also jedenfalls kann man dieser BGH-Rechtsprechung entnehmen. Man muss immer sorgfältig prüfen. Drum prüfe also, wer Ansprüche geltend macht, könnte man sagen. Man muss also schon sorgfältig prüfen, ob der Anspruch besteht oder nicht. Aber wenn man nach dieser sorgfältigen Prüfung zu einem Ergebnis kommen darf, nach diesem objektiven Fahrlässigkeitsmaßstab, dass der Anspruch besteht, dann handelt man jedenfalls nicht schuldhaft und setzt sich dementsprechend keiner Schadensersatzhaftung aus. Also der BGH knüpft eben an das Unterlassen einer Prüfung, ob der eigene Rechtsstandpunkt plausibel ist. Das verlangt der BGH von demjenigen, der einen Anspruch innerhalb eines bestehenden Vertragsverhältnisses geltend macht. Er muss also zunächst einmal prüfen, ob der eigene Rechtsstandpunkt plausibel ist. Wenn er jede Prüfung unterlässt und sozusagen ins Blaue hinein den Anspruch geltend macht, dann würde er diese Prüfungspflicht, diese Sorgfaltspflicht verletzen und müsste sich dann eben Fahrlässigkeit vorwerfen lassen. Wenn die Plausibilitätskontrolle, die der BGH verlangt, zu keinem eindeutigen Ergebnis kommt, dann sagt der BGH, stellt es aber keine Pflichtverletzung dar, wenn der Anspruch dann geltend gemacht wird. Denn dieses Recht muss man eben haben, dass man Rechte, von denen man denkt, dass man sie hat und auch denken darf, dass man sie hat, das geltend macht. Dieses Recht muss man haben, ohne sich dadurch schadenersatzpflichtig zu machen. Man muss aber eben diese Plausibilitätskontrolle durchführen. Das kann man also dieser BGH-Rechtsprechung entnehmen. Und wenn wir das auf unseren Fall übertragen, also man kann sagen, in der Sache verlangt auch der BGH ein zumindest grob fahrlässiges Verhalten des Anspruchstellers. Und wenn man das auf unseren Fall überträgt, wird man bei C in jedem Fall grobe Fahrlässigkeit annehmen müssen, denn das ist ja nun mal eine Ursache, die sehr nahe liegt und die man auch leicht überprüfen kann. Der leere Tank, das wird ja schon durch die Tankanzeige angezeigt. Dementsprechend wird man hier sicherlich von grober Fahrlässigkeit des C ausgehen können, sodass also nach allen Auffassungen wir hier eine schuldhafte Pflichtverletzung hätten. Ja, hier fließt also diese objektive Pflichtverletzung und das Verschulden, das fließt ein bisschen ineinander über, weil es eben auch, ja, dieser Rechtfertigungsgrund stellt ja auch auf das Fehlen von grober Fahrlässigkeit von Vorsatz ab. Insofern geht das beides so ein bisschen ineinander über. Hier in unserem Fall jedenfalls kommt man zu einer schuldhaften Pflichtverletzung im Ergebnis nach allen Ansichten. Dementsprechend besteht hier dem Grunde nach eine Schadenersatzhaftung des C gegenüber V. Und es kann also alles ersetzt verlangt werden, was adäquat kausal auf dieser Pflichtverletzung beruht. Hätte der C diesen Anspruch nicht geltend gemacht, wären dem V die Fahrtkosten nicht entstanden, wären darüber hinaus auch nicht oder hätte er den Mitarbeiter Bar bei anderen Kunden zu einem Stundensatz von 75 Euro in dieser Zeit einsetzen können. Dementsprechend also ein entgangener Gewinn, 252 BGB. Und dementsprechend kommt man dann zu einem Ersatzanspruch in Höhe von insgesamt 200 Euro als Schadenersatzanspruch aus 280 1 zu 41 2. Ja, hat ja auch darin ja auch keine Kosten gehabt. Also, ich kann ja nicht sagen, ich hätte jetzt 50 Euro abrechnen können, und das ist mein Schaden. Ja, also gut, wir unterstellen mal, dass das der Nettobetrag ist, ne? Das, also das ist keine. Aber in der Tat müsste man die ersparten Aufwendungen dann abziehen, wenn man es ganz korrekt macht, ne? Das stimmt. Ja. Ja, ich habe nicht mehr von den Tanker, weil der Bus, die hat ja schon danach, das ist nur nicht, dass die Batterie leer ist und der Tank leer ist. Der ist sofort auf die Idee gekommen, dass es da reingestellt, dass es am Tank liegen könnte, und hat dann das quasi aufgefüllt und dann ist es sofort angesprungen und danach hat er noch eine Stunde an dem Auto.
Ja, also wenn das so war, das könnte man in der Tat so sehen, aber wir gehen mal davon aus, dass diese eine Stunde vom Zeitaufwand her in Ordnung war. Und also insgesamt war es ja eine Stunde Fahrzeit, beziehungsweise von Hamburg nach Kiel sitzt ja eigentlich schon 2 Stunden hin und zurück. Muss man schon sehr schnell fahren können. Also wir gehen mal davon aus, dass der Zeitaufwand so in Ordnung war. Und dann kommt man auf diesen Betrag. Ja, aber wenn natürlich da unverhältnismäßig lange dran rumgewerkelt wird, dann wäre dieser Anspruch sicherlich zu kürzen. Ne? Entscheidend ist immer der erforderliche Aufwand und wir gehen aber mal davon aus, dass das hier in diesem Umfang erforderlich wird. Dann hatte ich noch nachgedacht, ob man nicht noch stärker vier Leute, weiß ich, also zwei Dinge einziehen muss. Weil danach hat er erstmal, du hast jetzt dann Transport und so weiter und so fort, der Verbraucher hätte keine Kosten für die Mengenverfolgung zu übernehmen. Ob man da nicht auch sowas wie Menge der Forschungskosten mit reinlesen müsste, dann zupassen. Das heißt, zumindest das hinfahren und sich das auch angucken, dann wäre vielleicht nicht umfasst. Ja, könnte man also drüber nachdenken. Es ist ja hier ein Verbrauch. Ja, Moment, ja, ist die Frage, ob er Verbraucher ist oder nicht, ne? Ob er das Fahrzeug jetzt für private Zwecke oder für berufliche verwendet. Aber wenn er Verbraucher ist, wenn er das Fahrzeug also für private Zwecke erworben hat, könnte man tatsächlich hier die Wertung des 439.2 berücksichtigen. Und dann würde man sozusagen höhere Hürden aufstellen für eine Ersatzpflicht. Ne? Also da könnte man in der Tat drüber nachdenken. Aber hier ist es eben besonders krass, denn tatsächlich ist das ja auch für einen Laien leicht überprüfbar, ob der Tank leer oder voll ist. Das hat er völlig unterlassen und er hat dann auch Druck ausgeübt, dass der V jemanden schicken soll. Insofern würde ich hier jetzt sagen, spielt der im Ergebnis der 439.2 eher keine Rolle. Ja, als weitere Anspruchsgrundlage könnte man hier noch an berechtigte GOA denken. Das setzt voraus ein objektiv fremdes Geschäft. Ja, der V wollte hier seiner möglichen, er war sich ja nicht sicher, ob eine besteht oder nicht, aber seiner möglichen Verpflichtung aus 437 nachkommen. Aber zugleich wollte er auch eben das Fahrzeug des C reparieren. Das ist dann ein fremdes Geschäft. Und wir haben jedenfalls ein auch fremdes Geschäft. Dementsprechend, das reicht eben für GOA aus. Also ein auch fremdes Geschäft haben wir. Das ist ohne Auftrag oder sonstige Berechtigung geschehen. Wir haben, wie wir schon sehen haben, keinen Werkvertrag oder eine kaufrechtliche Nachbesserungspflicht. Allenfalls ein unentgeltliches Auftragsverhältnis. Allerdings dürfte es auch insoweit an dem Rechtsbindungswillen des V fehlen, sodass wir wohl keinen Auftrag oder sonstige Berechtigung haben. Beim Fremdgeschäftsführungswillen, da ist es so, dass der V durch seinen Mitarbeiter K ja eine mögliche, eine eventuelle Nacherfüllungspflicht erfüllen will. Auch hier reicht es aber aus, wenn es oder lässt auf einen Fremdgeschäftsführungswillen schließen, wenn ein zumindest auch fremdes Geschäft vorliegt. Und das wird man hier wohl annehmen können. Ja, also die Untersuchung des eigenen Fahrzeugs ist eine Aufgabe des Eigentümers und wenn das ein anderer macht, ist das ein jedenfalls auch fremdes Geschäft und da besteht eben nach der Rechtsprechung des BGH eine Vermutung, dass ein Fremdgeschäftsführungswille gegeben ist. Dementsprechend also wohl ein auch fremdes Geschäft und Fremdgeschäftsführungswille, dann müsste diese Geschäftsführung dem Interesse und wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsführers, des Geschäftsherrn entsprechen. Und das war jetzt fraglich, denn es entsprach ja dem jedenfalls expliziten Willen des C nur eine unentgeltliche, eine für ihn kostenlose Untersuchung des Fahrzeugs. Dementsprechend wird man wohl nicht davon ausgehen können, dass eine mit Kosten verbundene Untersuchung dem Willen entsprach. In neueren Entscheidungen hat der BGH allerdings dazu tendiert zu sagen, auf den Willen, die Kosten zu übernehmen oder nicht, kommt es nicht an. Also zu diesen Abschleppfällen zum Beispiel, wo der BGH sagt, das ist ja, das ist auch GOA, wenn man ein Fahrzeug von einem
Grundstück abschleppen lässt von dem eigenen Grundstück. Das soll GOA sein und da soll es nach BGH nicht auf den Willen, auch Kosten zu übernehmen, ankommen. Das konnte man also in die eine oder andere Richtung entscheiden. Hier in unserem Fall fehlte es sicherlich an dem Willen des C eine mit Kosten verbundene Untersuchung durchführen zu lassen. Wenn man aber dieser neuen Tendenz des BGH folgt, dass es darauf nicht ankommt, dann konnte man aber durchaus auch vertreten, dass die Untersuchung als solche ja von C gewollt war, klar, und dass wir dementsprechend auch eine Übereinstimmung mit dem Interesse und wirklichen mutmaßlichen Willen haben. Das konnte man also in beide Richtungen entscheiden. Je nachdem, wie man sich entschieden hat, kann man also auch hier einen Anspruch aus GOA bejahen und dann auch eben in Höhe wohl der 200 € Aufwendungsersatz. Das war also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung vertretbar. Wenn man die Interessen- und Willensgemäßheit ablehnte, dann konnte man noch zur unberechtigten GOA kommen. Ja. Bezüglich der Übertragbarkeit der Gefahrerstellung wegen der Verschuldung. Meine Daten haben doch zur Ersetzbarkeit bzw. Ungenauigkeit eines begegnenden Gästes dadurch, dass durch die, das Abschleppen von Fahrzeugen des öffentlichen Raums das Interesse von Menschen, dass sie das angeordnet haben, dass es halt unbeachtlich ist, wie man hier ist. Der BGH hat darauf nicht letztlich nicht abgestellt, auf dieses öffentliche Interesse. Also er hat allein darauf abgestellt, dass das Abschleppen von dem fremden Grundstück den Halter oder Fahrer, je nachdem, den Besitzer, von seiner eigenen Beseitigungspflicht befreit. Und das sei interessen- und willensgemäß und ob das mit Kosten verbunden ist oder nicht, darauf kommt es nicht an. Ja, also der BGH war da sehr streng, hat also nur auf die Maßnahme als solche und nicht auf die damit verbundenen Kosten abgestellt. Es gibt im Schrifttum auch die Argumentation mit diesem öffentlichen Interesse, aber das hat der BGH gar nicht angeführt, ne, sondern er hat also abgestellt auf diese Befreiung von der eigenen Beseitigungspflicht. Und deswegen sei das Interessen willkommen. Ich halte das nicht für überzeugend, aber der BGH hat das jetzt schon mehrfach so entschieden und also für die Praxis ist es damit geklärt. Ja, nein, für die nächsten Jahrzehnte. Ja, auch hier konnte man, wie gesagt, eine andere Sichtweise vertreten. Wenn man gesagt hat, nicht willens- und interessengemäß, dann kam noch in Betracht eine unberechtigte GOA. Das ist eine Rechtsfolgenverweisung auf das Bereicherungsrecht. Dann könnte also nur das, ja, durch die Geschäftsführung Erlangte verlangt werden oder der Wert dafür erlangt werden. Was ist hier erlangt worden? Letztlich nur die Untersuchung als solche. Die Fahrt, das ist ja nichts, was erlangt worden ist auf Seiten des CDC, hat nur die Untersuchung als solche erlangt. Das ist eine Stunde. Das heißt also, danach könnte er als Wertersatz wohl nur 75 € verlangen, nicht aber den vollen Betrag, ja, weil also er tatsächlich nur erlangt hat, diese Untersuchungsleistungen, nicht irgendwelche Fahrtleistungen. Da ist ja nichts bei ihm sozusagen im Vermögen geblieben. Man konnte hier noch über die aufgedrängte Bereicherung denken, allerdings hat der C hier ja selbst die Untersuchung gefordert. Dementsprechend schließt das schon die Annahme einer aufgedrängten aus, sodass im Ergebnis wohl aus berechtigter GOA, je nachdem, wie man das gesehen hat, oder aber dann aus unberechtigter GOA Erstattung verlangt werden konnte. Nicht den gesamten Betrag aus unberechtigter GOA, aber immerhin 75 € entsprechend dem Wert dieser Untersuchungsleistung. Ja, damit wäre ich mit der Besprechung am Ende, wenn es von Ihnen noch Fragen gibt, können Sie gerne stellen, sehe ich aber nicht. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch viel Erfolg für die Examensvorbereitung, für das Examen und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend.